Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in den letzten Folgen haben wir ja schon die Vorbereitung für Markart gemacht und jetzt sind wir hier mitten im Raik und ja, werden uns mal zur Hauptquest bewegen. Arandis! Schön, euch zu sehen, meine Freundin. Ich kann Verbündete an diesem trostlosen Ort brauchen. Die Graue Schar hat ihre Aufmerksamkeit dem Raik zugewandt, doch der hiesige Herrscher weigert sich, mir zu helfen. Dieser sogenannte Despot von Markarth meint, dass Mauern und Wächter den Zorn der Schar im Zaum halten werden. Der Despot von Markarth? Art Kadach. Er herrscht über das Raik von der Festung Unterstein in Markarth aus. Ich bin gekommen, um meine Hilfe gegen die Graue Schar anzubieten, doch er hat mich wieder und wieder abgewiesen. In der Zwischenzeit schmiedet die Graue Schar weiter Intrigen, selbst hier im Schatten der Stadt. Erzählt mir mehr über die Graue Schar. Sie ist ein Bündnis von Vampiren, Hexen und Werwölfen, die es auf Gemetzel und Zerstörung abgesehen haben. Um das Raik zu schützen, muss ich erfahren, warum die Graue Schar hierher gekommen ist. Und ich muss uns die Unterstützung von Art Kadach sichern. Wäret ihr bereit, mir zu helfen? Ich werde herausfinden, was die Graue Schar plant und euch hineinbringen, um den Despoten von Markarth zu treffen. Mit eurer Hilfe können wir das Raik vielleicht noch retten. Während ich weiter diplomatischen Druck ausübe, müsst ihr Informationen beschaffen, die der Art als wertvoll erachtet. Vielleicht etwas bezüglich der Rebellen, die die derzeitige Plage seiner Herrschaft sind. Beginnt, indem ihr mit der Wächterin sprecht. Wir werden Informationen. Nee, wie werden Informationen uns helfen, eine Audienz bei Art Kadach zu bekommen? Raik-Mannen glauben an Tauschhandel. Sie respektieren Stärke und Können. Und sie glauben daran, dass man Gefallen zu erwidern hat. Wenn wir ihnen etwas Wichtiges bringen und dabei diese Fähigkeiten zur Schau stellen, glaube ich, dass er einwilligen wird, uns anzuhören. Ihr wollt wirklich mit jemandem zusammenarbeiten, der Despot von Markarth genannt wird? Wenn wir die Graue Schar aufhalten und dem Raik helfen wollen, haben wir keine Wahl. Zumindest brauchen wir seine Ressourcen und seine Unterstützung. In meiner Zeit hier habe ich von diesen Rebellen gehört. Doch ich bin mir nicht sicher, wie weit diese Rebellion reicht. Versucht, so viel wie möglich herauszufinden. Ich werde sehen, was ich über die Rebellen herausfinden kann. Vergesst nicht, bleibt im Umgang mit Raik-Mannen stets respektvoll, aber auch aufmerksam. Sie dulden keine langen Ansprachen oder auch nur kurze. Haltet euer Gespräch mit der Wächterin kurz und knapp. Sobald ihr etwas findet, trefft mich in Markarth an der Festung Unterstein. Warum ist die Graue Schar ins Raik gekommen? Diese Graue Schar hat irgendeine Verbindung zu der Armee, die das Land in der ersten Ära verheerte. Ich vermute, die neue Armee will erobern und zerstören, wie ihr uraltes Gegenstück. Ich muss mehr erfahren, um das mit Sicherheit zu wissen. In der Zwischenzeit müssen wir das Raik bereit machen. Aber Raik-Mannen sind Barbaren, oder nicht? Nein, natürlich nicht. Ich will nicht um den heißen Brei herumreden. Die Raik-Mannen sind ein stures und unbeherrschtes Volk. Sie greifen bei der geringsten Provokation zur Gewalt. Doch entgegen der Meinung weiter Teile des zivilisierten Tamriels sind sie keine geifernden Barbaren. Sind sie nicht? Die Raik-Mannen haben eine eigene Kultur, wie ihr während eurer Zeit hier sehen werdet. Sie haben dieselben Neigungen zu Tugend und Bösartigkeit wie die Bretonen, die Nord- und die anderen Völker Tamriels. Tierhäute machen einen nicht zum Barbaren. Taten tun das. Da hat er recht. Erzählt mir mehr über den Despoten von Markarth. Ein Beiname, den er sich verdient hat, soweit ich weiß. Art Kadach soll ebenso skrupellos wie mächtig sein. Ein grausamer Anführer, der die Zerstörung Tamriels und den Tod aller will, die sich den Geistern widersetzen. Jene Geschöpfe, die ihr und ich die dädrischen Fürsten nennen. Ist irgendetwas davon wahr? Dass er ein König der gebrochenen Geweihe und der Aaskrähen ist, der die Herzen seiner Feinde verschlingt und zum Vergnügen Jagd auf Kinder macht? Vielleicht. Aber Legenden stellen die Wirklichkeit stets in den Schatten. Kadachs Legende ist eine Mischung aus Beleidigungen aus Dolchsturz und Aberglauben aus dem Raik.
Wisst ihr irgendwas über Aad Kadach, was wahr ist? Er ist ein schlauer Anführer, der in gleichem Maß Vorsicht wie Gewalt zum Einsatz bringt. Er nennt sich selbst Aad, König der Festung. Doch seine Herrschaft ist nicht absolut. Die meisten Rey-Clans respektieren ihn allerdings. Seine Hilfe wird entscheidend für kommende Schlachten sein. Warum ist die Graue Schar ins Rey gekommen? Diese Graue Schar hat irgendeine Verbindung zu der Armee, die das Land in der ersten Ära verheerte. Ich vermute, die neue Armee will erobern und zerstören, wie ihr uraltes Gegenstück. Ich muss mehr erfahren, um das mit Sicherheit zu wissen. In der Zwischenzeit müssen wir das Rake bereit machen. Ich habe die Graue Schar im westlichen Himmelsrand aufgehalten. Ja, so hat es mir mein Mündel Fenorian erzählt. Was für euch umso mehr Grund ist, mir hier im Rake zu helfen. Was auch immer Radha al-Saran im westlichen Himmelsrand begonnen hat, ich glaube, er hat noch Schrecklicheres für die Rake-Mannen im Sinn. Das ist wieder so dieses typische Teso-Dialog. Dieser typische Teso-Dialog. Man weiß, was man getan hat, fragt aber erstmal nach, ja, wer sind die Rake-Mannen eigentlich, Graue Schar eigentlich? Erzählt mir was darüber. Und gleichzeitig in einem der nächsten Sätze wird dann gesagt, ja, ich habe die aber gerade erst aufgehalten. Ich finde das immer wieder so unlogisch genial. Ja, dass die Barbaren sind, haben wir schon gefragt. Nein, das hatten wir die Rake-Mannen haben eine eigene Kultur, wie ihr während Schön, eurer euch wiederzusehen, Zeit hier sehen Garandis. Werdet. Euch auch. Ich wünschte nur, wir wären nicht mitten in einer weiteren Krise. Ich habe die Rabenwacht gebildet, um sich um solche Vorkommnisse zu kümmern. Doch selbst mit Jahrhunderten der Vorbereitung hat man mich überrascht. Und Kadachs Sturheit ist alles andere als hilfreich. Habt ihr seit eurer Rückkehr nach Grauheim irgendwelche Entdeckungen gemacht? Ja, doch zu wenige. Wir haben Radha al-Saran ins Rake verfolgt und fanden es überrannt von Kriegern der Grauen Schar vor. Er ist aus einem bestimmten Grund hier und ich glaube, es geht um mehr als nur eine reine Eroberung. Was ihn wirklich antreibt, ist mir allerdings unklar. Ja, achso, ich muss ja erstmal mit der Wache sprechen, genau. Habt ihr nicht gehört? Ihr und dieser überhebliche Bastard seid hier nicht willkommen. Ab mit euch. Oder ich mache mir ein Halstuch aus euren Gedärmen. Sicher, dass das keine Tiere sind? Die Graue Schar ist ins Reg gekommen. Graf Verandis will helfen, sie aufzuhalten. Wir wissen alles über die Bluttrinker und das Tiervolk. Wir wurden mit ihnen gut fertig, bevor Aad Kadach uns nach Marka zurückrief. Die Hexenrebellen sind eine größere Bedrohung. Neben den Außenseitern, die versuchen, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen. Hexenrebellen? Irgendeine wilde Hexe hat die Clans östlich von Markart aufgestachelt. Sie macht Aad Kadach Ärger. Doch wir werden ihren Kopf schon bald auf einen Spieß pflanzen. Hört mal, wenn ihr den Aad sehen wollt, so bringt mir Neuigkeiten, die ihr noch nicht kennt. Etwas über die Rebellen. Okay, das ist ein Deal. Ich frag mal in eurer Stadt nach. Ich dachte eigentlich, das wäre direkt hier vorne. Aber anscheinend doch nicht. Gut, dass ich etwas schneller zu Fuß bin. Wer kann mir denn hier helfen? Hallo? Ich brauche Informationen. Bleibt hier, solange ihr wollt. Ich warte nicht mehr darauf, dass Aad Kadach die Clans zusammenführt. Ist das so? Und was habt ihr vor zu tun? Wollt ihr euch diesen Rebellen anschließen? Ihr hättet nicht einmal die geringste Ahnung, wie man sie findet. Da irrt ihr euch. Konul sagt, sie versammeln sich in den östlichen Hügeln. Dann soll euer Kopf neben dem Rest von ihren auf einem Spieß enden, ihr verdammter Narr. Okay, das ist auf jeden Fall schon eine Information. Gut, die Frage ist jetzt nur... Ja, da muss ich dann erstmal rüberreiten. Das sollte dann... gleich auf der linken Seite kommen. Die Frage ist nur, muss ich jetzt hier hoch? Anscheinend nicht. Sammelt Informationen. Oder doch? Ja.
Wir haben ein Buch, Gruselgeschichten aus Druadach, Buch 1. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Der Wolf mit dem Dietrichen heulen und so weiter. So, und für uns wichtig ist einmal der Rucksack natürlich und dieser Brief. Brüder und Schwestern, unsere Spionin Markart melden, dass Mitglieder der Rebellion der Hexe die Stadt infiltriert haben. Sie sammeln sich in Wohnungen und an Straßenecken und drängen ihr schmutziges Pack, sich ihnen in den Hügeln im Osten anzuschließen. Kein normaler Sterblicher mit einem Funken Selbstrespekt würde ein warmes Haus gegen ein armseliges Zelt aus Bärenfell eintauschen. Aber wie unser Aschefürst uns immer wieder ins Gedächtnis ruft, das Reichvolk ist weder normal noch hat es Selbstrespekt. Wir dürfen nicht zulassen, dass Regmann die Stadt verlassen. Jeder Barbar, den wir in den Hügeln und Wäldern dieses gottverlassenen Landes herumstreifen sehen, ist freiwillig. Sorgt dafür, dass diese Rebellionen den Wald fürchten und vor der Dunkelheit fliehen. Je schneller sie sterben, desto eher tragen unsere Pläne Früchte. Gebunden im Blut, Pentarch, Hautrig. Ich habe gerade Hautring gelesen. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe leider diese Nacht auch nicht mehr Schlaf bekommen als die Nächte davor. Und habe dadurch irgendwie ein leichtes Problem, Dinge vorzulesen. Aber wir kriegen das alles schon irgendwie hin. Kann ich hier nicht ein bisschen abkürzen vielleicht? Ich will jetzt keine Quest haben. Oh, das könnte übel ausgehen, wenn ich jetzt hier mit dem Reittier runterspringe. Die verdammten Hexenrebellen sind genauso schlimm wie die verdammten Vampire. Bleibt von mir weg, ihr Stinkerin. Ihr meint, ein Rekrieger mit nur einem guten Bein kann euch nicht mehr ausweiden? Überdenkt das lieber. Ich will nur wissen, was euch widerfahren ist. Hat die Graue Schar euch angegriffen? Die Graue Schar? Sehe ich aus, als hätte man mich gebissen oder gekratzt? Das waren die verdammten Hexenrebellen. Und die können einen Regmannen ebenso wenig von einem Monster unterscheiden, wie ihr es könnt. Sie dachten, ich wäre einer von diesen Invasoren. Die Geister sollen sie alle holen. Die Hexenrebellen machten Jagd auf die Graue Schar? Ei, wie ein Rudel Wildhunde waren sie. Sie riefen immer zu Arana, Arana, als sie sich auf mich stürzten. Ich bekam einen Pfeil ins Bein, bevor sie auf mich hörten, bevor sie entschieden, dass ich kein Eindringling bin. Ich glaube, Arana hat mit mir gesprochen. Sie war ihre Anführerin, glaube ich. Habt ihr eine Ahnung, woher die Rebellen kamen? Nein, wie Geister waren diese Rebellen. Ich habe vor, nach Marka zurückzukehren und mich an den Art zu wenden, damit er mich mit einem Kriegstrupp losziehen lässt, um sie aufzuspüren. Sie müssen sich irgendwo im östlichen Vorgebirge verstecken. Es ist mir einerlei, ob sie gegen die Graue Schar kämpfen. Sie gehören mir. Viel Glück dabei. So, das heißt, ich muss jetzt in die Stadt reiten. Geht zur Festung Unterstein. Ja, wobei ich dann erstmal die Informationen loswerden muss, ne? Und dann wird sie wahrscheinlich sagen, so, dann ist alles okay, dann könnt ihr jetzt hier durch. Weil ich war einfach zu faul, die Informationen selber zu besorgen. Und eine Hand wäscht die andere, so in der Art. Wo stand die denn jetzt eben nochmal? Ne, obwohl, wir können direkt durchgehen, ne? Keiner von diesen schwächlichen Fremden könnte sich einer wahren Rake-Herausforderung stellen. Naja, mach du deine Herausforderung mal allein. Ich muss mich nicht beweisen. Und hiermit natürlich auch nochmal der Hinweis. Ich glaube, hier reite ich lieber nicht, weil das ist alles ein bisschen eng. Dass wir natürlich alle Quests mit der Zeit machen werden, aber uns aktuell nur auf die Hauptquests beschränken, damit man nicht aus der Story rauskommt. So, hier. Och, Hallöchen. Hier, meine Freundin. War eure Jagd erfolgreich? Ja. Ihr kommt genau im richtigen Moment. Arkadach hält Hof, während wir hier sprechen. Wir werden keine bessere Chance auf eine Audienz bei ihm bekommen. Haben eure Ermittlungen etwas aufgedeckt, was uns nützlich sein könnte? Was habt ihr erfahren?
Die Rebellenanführerin könnte Arana sein. Sie sammeln sich in den östlichen Hügeln. Arana? Diesen Namen habe ich während meiner Zeit hier schon gehört. Habt ihr erfahren, wogegen diese Rebellen eigentlich rebellieren? Nicht wirklich, aber sie haben Spione in der Stadt, die die Leute aufrufen, in die Hügel zu fliehen. Aus der Stadt fliehen? Obwohl die graue Schar durch das Land zieht? Nun, das sind drei nützliche Informationen. Ich möchte, dass ihr mich bei Ard Kardach vertretet. Erklärt, was ihr erfahren habt und überzeugt ihn, endlich einem Treffen mit mir zuzustimmen. Ich werde meine Entdeckungen präsentieren und versuchen, Ard Kardach zu überzeugen, sich mit euch zu treffen. Sprecht mit der Wächterin des Arts. Ihr werdet sie überzeugen müssen, um eine Audienz bei Kardach zu erhalten. Ich glaube, die von euch aufgedeckten Informationen über die Rebellen dürften schon reichen, um das Interesse des Despoten von Markar zu wecken. Aber bei den Regmanen kann man nie sicher sein. Warum kommt ihr nicht mit, um mit Ard Kardach zu sprechen? Ich habe Glück, es so weit in die Stadt hineingeschafft zu haben. Kardach und sein Gefolge haben wenig Geduld mit Adligen wie mir. Insbesondere mit einem Adligen aus einem Land, das sie für die Heimat ihres Feindes halten. Nein, diese Aufgabe ist in euren Händen besser aufgehoben. Was werdet ihr tun, während ich versuche, Ard Kardach zu treffen? Ich werde weiter hier warten und diskret so viel wie möglich über das Raik und seine Bewohner in Erfahrung bringen. Ich möchte auch über Arana und ihre Rebellen nachdenken. Vielleicht besteht die Möglichkeit, sie zu unserem Arsenal hinzuzufügen. Geht. Ich werde hier sein, wenn ihr zurückkommt. Na gut, ich nimm dich beim Wort. Botfe. Ihr schon wieder? Ihr wagt es, mit eurer Gegenwart Schande über die Festung unter Stein zu bringen? Dafür braucht es Mumm. So viel muss ich euch lassen. Was treibt euch in die Festung des Arts? Ich bringe Informationen von Graf Verandis über die Hexenrebellen. Tut ihr das also? Und ihr wollt dieses Wissen mit Ard Kardach teilen? Ihr steckt wirklich voller Überraschungen, Außenseiterin. In Ordnung. Ich lasse euch an den Thron herantreten. Wenn ihr den Mumm dazu habt. Der Ard hat heute üble Laune. Verstanden. Das habt ihr noch nicht. Doch das werdet ihr. Ard Kardach wird euch ebenso wahrscheinlich zuhören, wie er euch den Kopf abschlagen lässt. Also redet schnell, Außenseiterin. Und denkt daran, dass der Ard keine Geduld für Narren und Schmeichler hat. Vergesst das nicht. Ja, hört sich doch easy an. Wo ist er? Ja. Hallöchen. Wer wird enthauptet, weil er euch hier reingelassen hat? Ihr gehört weder zum Raik noch zu den Clans. Entweder habt ihr das Hirn einer Ziege oder das Herz einer Säbelkatze. Ich bin gespannt, es herauszufinden. Nun sprecht frei heraus. Was führt euch zum Despoten von Markart? Ich bringe Informationen über die Hexenrebellen von Graf Verandis Rabenwacht. Der schicke Elf, der kein Nein als Antwort akzeptieren kann. Er hätte mir dieses Angebot früher unterbreiten sollen. Neuigkeiten, die die Rebellen betreffen, das ist ein Tier, das sich zu häuten lohnt. Erzählt mir etwas, was ich noch nicht weiß. Und ich lasse euch nicht an meine Jagdhunde verfüttern. Sie haben Spione in der Stadt, die eure Leute dazu drängen, in das Vorgebirge im Osten zu fliehen. Spione? In meiner Stadt? Das würde einige Dinge erklären. Doch das und eine vage Ortsangabe reichen nicht, damit ich mich zum Saufen mit einem Hochelfen hinsetze. Was habt ihr sonst noch? Und denkt daran, mir geht langsam die Geduld aus. Ich glaube, die Anführerin der Hexenrebellen heißt Arana. Arana? Ich kenne diesen Namen. Sie ist eine honigzüngige Fanatikerin, die sich weigerte, ihr Schwert zu begraben, als ich einen Frieden mit der Grauen Schar aushandelte. Sie ist schwer zu fassen. Aber ich wusste nicht, dass sie die Rebellen anführt. Eine Raik-Hexe aufspüren, das gebietet Respekt. Fürs Erste. Sagtet ihr, ihr habt Frieden mit der Grauen Schar geschlossen? Ei. Sie willigten ein, die Stadt zu verschonen, während sie nach irgendeinem uralten Relikt suchen. Eines von den Dwemern, vermute ich.
Das können Sie haben. Verandis will ein Treffen? Dann sprecht mit meiner Beraterin, Fürstin Belein. Spürt Arana für Sie auf und ich höre mir jedes Wort an, das er zu sagen hat. In Ordnung. Ich spreche mit Fürstin Belein. Die steht hier unten. Ich konnte nicht anders, als das mitzuhören. Adkadachs Stimme trägt ganz schön weit. Nun erzählt mir von der Anführerin der Hexenrebellen. Der Name, den ihr nanntet. Arana, sagtet ihr, glaube ich. Ja, Adkadach bat mich, euch zu helfen, sie zu finden. Da liegt das Problem. Reikhexen sind geschult darin, sich in den vielen Höhlen und Gehölzen zu verlieren, die die Landschaft zieren. Es ist, als wolle man einen Zahn in einem Hennenschnabel finden. Die meisten Hexen beugen sich dem Art. Arana ist eine Unruhestifterin. Adkadach möchte also, dass ihr sie findet? Tatsächlich fällt diese Aufgabe euch zu. Eine Hand wäscht die andere, ja? So werden hier Geschäfte gemacht. Spürt die Rebellen auf. Findet Arana und drängt sie dazu, sich nicht länger in die Angelegenheiten Markarts einzumischen. Tut dies und ihr werdet euch einen Platz für euch und euren Grafen im Raik verdienen. Ich werde Arana finden. Dieser Ausdruck auf eurem Gesicht. Ich erkenne Neugier, wenn ich sie sehe. Wohlan denn. Ich kann ein paar Augenblicke erübrigen, bevor wir euch an eure Aufgabe schicken. Was wünscht die Außenseiterin an Adkadachs Hof zu wissen? Ihr wirkt an diesem Hof ebenso fehl am Platz wie ich. Ich mag nicht im Raik geboren und aufgewachsen sein, doch ich habe mir meinen Platz als Freundin und Beraterin von Adkadach verdient. Seine Untertanen nennen mich eine Festungshexe. Ich versichere euch, dass dies unter den Raikmannen eine Bezeichnung des höchsten Respekts ist. Wie seid ihr an Adkadachs Seite gelandet? Ein aufrichtiges Bedürfnis nach Frieden hat mich hierher gebracht. Das Raik wird von allen Seiten belagert. Orks, Nord, Bretonen, Kaiserliche. Sie alle wollen die Vernichtung der Raikmannen. Ich versuche, als eine Art Brücke zu dienen. Eine Brücke? Ja, eine Brücke zwischen dem Raik und der zivilisierten Welt. Es gibt einfach keinen Grund, dass die Völker Tamriels einander weiter umbringen sollten. Wir haben die Chance, ein freundlicheres, besseres Tamriel aufzubauen. Ich bin hier, um zu helfen, dass diese Zukunft wahr wird. Worum geht es bei der Rebellion? Worum drehen sich alle Rebellionen? Man ist unzufrieden mit der bestehenden Ordnung. Man will Aufruhr stiften. Sie sind ein Ärgernis. Mehr nicht. Wenn sie nur ein Ärgernis sind, warum wollt ihr dann, dass ich Arana finde? Es ist eine Frage des Zeitpunkts. Seit der Ankunft der Grauen Schar ist das Land jenseits der Stadtmauern gefährlich geworden. Der Art drängt alle dazu, Zuflucht hier in Markarth zu suchen, während Arana sie von hier wegruft. Ihr leichtsinniges Verhalten wird sie alle das Leben kosten. Ich dachte, Adkadach sagte, er hätte Frieden mit der Grauen Schar geschlossen. Frieden, ja. Zumindest eine Art. Solange wir ihnen aus dem Weg bleiben, hat die Graue Schar keinen Streit mit uns. Abgesehen davon sind die Mauern Markarts unbezwingbar. Die Raikmannen sind hier vollkommen sicher. Nun geht, sucht Arana. Ein geleisteter Gefallen ist ein erwiderter Gefallen. Erzählt mir von Adkadach. Eine Geschichtsstunde? Wohlan denn. Kadach ist der Vetter des verstorbenen Kaisers Leovic. Er wurde als Herrscher von Markarth eingesetzt und regiert seitdem diese Region. Ich habe gehört, dass er sowohl Art als auch Despot von Markarth genannt wird. Art ist ein uralter Titel, der sich als König der Festung übersetzen lässt. Dies bezieht sich auf Markarth und die Festung Unterstein. Was den anderen Beinamen angeht, das ist ein Name, dem ihm Feinde und Außenseiter gaben. Er mag bisweilen grausam sein, aber er ist kein Tyrann. Warum nennt man ihn nicht einfach König des Reich?
Raikmannen haben eine Redewendung. Jeder kann im Raik ein König sein. Keiner kann ein König des Raik sein. Wenige Raikmannen akzeptieren einen echten Souverän. Es liegt nicht in ihrem Wesen. Natürlich macht das Kadachs Versuche, diese Region zu sichern, kompliziert. Ja. Nach allem, was wir so erlebt haben, muss ich ganz ehrlich sagen, man weiß ja auch nie, ob sie denn auch wirklich das im Sinn haben. Aber ich gehe jetzt natürlich erstmal davon aus. Hier liegt noch ein Buch, Formen des Glaubens, die Nord. Das dürft ihr euch gerne durchlesen. Und dann habe ich gesehen, da ist noch ein anderes Buch hier im Palast. Jetzt muss ich mal eben schauen. Das ist einmal hier runter. Ist auch in der Nähe vom Ausgang. Hier drüben, meine Freundin. Ja. Eure Audienz beim Arzt. Moment. Ich komme sofort. Die Nord von Himmelsrand. Das könnt ihr euch natürlich auch gerne durchlesen. So, oh. Verandis. Ehe ihr euch davon macht, sagt mir, wie eure Audienz mit Art Kadach verlaufen ist. Art Kadach schickte mich zu seiner Beraterin, Fürstin Blaine. Sie baten mich, die Rebellenanführerin Arana zu finden. Beeindruckend. Ihr habt binnen weniger Augenblicke mehr erreicht, als ich seit meiner Ankunft in diesem wilden Land. Findet Arana. Fragt, ob die Hexenrebellen sich unserer Sache anschließen. Ich setze meine eigenen Untersuchungen fort und treffe euch wieder hier. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.